unbeschreiblicher Jubel im Mai 91. Ein lang ersehnter Traum ging endlich in Erfüllung. Meister der DDR-Oberliga, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Trainer Uwe Reinders wurde zum Volkshelden. Der Titelgewinn bedeutete den Sprung in die Bundesliga. Rostock hatte es geschafft. Einen Monat später das Pokalfinale gegen Eisenhüttenstadt. Die 43. Minute. Jens Wahl, das 1:0. Das letzte Tor der DDR-Pokalgeschichte brachte Hansa zugleich den Pokaltriumph. Nach Dresden und dem BFC Rostock die dritte Mannschaft mit dem Double. Jubel ohne Grenzen. Statt Bischofswerda und Bergmann-Borsig jetzt Bayern und Bremen. Das kann ich euch sagen, auch wenn sie uns alle unterschätzt haben, Kaiserslautern, Bochum, Uerdingen, wir werden uns schon Feuer unter den Hintern machen. Auch wenn du mal ein